Herzlich willkommen zurück oder vielleicht zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Heute schauen wir uns eine Villa an von dem Ex-Minister und Staatspräsidenten von Ex-Jugoslawien. Das war damals das teuerste und immer noch das teuerste Einzelhaus in Kroatien. Wir müssen jetzt ungefähr 600 Meter laufen. Die Hunde sind gerade am Jaulen, weil sie alleine sein müssen im Auto. Aber da ist es warm. Und auf jeden Fall auch nicht so gefährlich, wie es gleich in diesem Gebäude sein wird für die Hunde. Ich denke, für uns geht das auf jeden Fall klar, ne, Emily? Ja. Also von daher, wenn wir da sind, melden wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt knappe 600 Meter gelaufen, da wo das Auto steht. Und können jetzt hier das imposante Gebäude schon mal erahnen. Ihr seht es auch. Also wirklich crazy. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch ein wenig über den Diktator Josip Broz Tito, geboren am 7. Mai 1892 in Krumrovcev, geboren als Josip Broz, war ein jugoslawischer kommunistischer Politiker, antifaschistischer Widerstandskämpfer, marxistischer Theoretiker und bestimmte von 1945 bis 1980 autokratisch die Politik Jugoslawiens, zunächst als Regierungschef und später dann auch ab 1953 als Staatspräsident. Schaut euch mal das Riesengebäude an, Leute. Also, ich habe gelesen, es ist das teuerste Einzelgebäude bis heute in Kroatien. Und wie viele Gebäude er tatsächlich hatte, ist nicht bekannt, nicht überliefert. Und diese Gebäude waren so geheim, dass man diesen Gebäuden einen Spitznamen oder einen Tarnnamen gegeben hat. Und dieses Bauwerk hat den Tarnnamen 99. So, wir befinden uns jetzt mitten in dem Gebäude. Und natürlich, über die Jahre waren verschiedenste Leute hier, Urbexer, Schatzsucher, Geschichtsinteressierte, und haben das Gebäude natürlich komplett geplündert, aber der Fußboden ist noch vorhanden und das ist der Eingangsbereich mit der riesigen Treppe. Schaut euch das mal an. Selbst der Türrahmen hier aus Holz ist noch vorhanden, und wichtig zu erwähnen ist, Tito hatte damals bei dem Bau sehr viel Wert gelegt darauf, dass die Bäume hier aus den umliegenden Wäldern kommen. Und schaut mal, hier hat man so eine Rutsche. Da wird wahrscheinlich damals das Geländer drauf gewesen sein. Ja, wenn dieses Gebäude den Tarnnamen 99 hat, dann liegt die Vermutung ja nahe, dass man mindestens mal 99 Bauwerk hatte, also Häuser, Villen. Und hier war die Anfahrt. Und da ging es dann noch weiter nach oben. Und dieses Haus wurde genutzt, um exzessive Partys zu feiern und um die Person Tito hat man einen sehr starken Kult betrieben, einen sehr starken Personenkult, ähnlich wie um Adolf Hitler. Das war ihm sehr wichtig. Ja, ich denke, ab einer gewissen politischen Größe wird man vielleicht auch größenwahnsinnig. Kann ich nicht beurteilen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. So, wir müssen auch ein wenig aufpassen. Schaut mal, die Decke ist schon durchgekommen. Die liegt hier auf dem Boden, und wenn man da drunter steht, das ist nicht wirklich witzig. Schaut euch mal an, die originalen Gardinen aus der damaligen Zeit, und schaut mal, was für eine schöne Aussicht er damals hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von diesen Bäumen da hinten damals nicht standen. Und das Wetter spielt heute nicht unbedingt in die Karten. Bei schönem Wetter hätten wir noch mal eine bessere Sicht drauf. Ich gehe mal in den Innenhof und zeige euch das Gebäude mal von außen. Uppala. Boah, was ist für ein Riesenbaum da vorne. Das ist ein parkähnlicher Garten.
Und wir gucken uns das ganze Gebäude natürlich gleich noch an. Da, mit diesen wunderschön geschwungenen Fenstern. Und ich glaube, wir fangen einfach hier auf der Seite an und arbeiten uns einmal von oben nach unten empor. Also das Gebäude ist schon ordentlich zerstört, aber Leute, in Deutschland wäre es noch viel zerstörter, wenn nicht sogar angekokelt und angezündet. Hier ist die Zerstörung sehr stark naturgetrieben, also der Zahn der Zeit, könnte man auch sagen. Und hier haben wir noch einen schönen Weg runter. Mal gucken, wo es hier hingeht. Oh, eieieiei, das geht ja richtig weit runter. Sehr glitschig der Boden hier. Also wenn man hier runterfällt, dann fällt man auch ein paar Meter. Herrlich. Das sind schon ein paar Meter. Ja, wir gehen mal wieder rein. Ohne Ende Möglichkeiten für Gäste hier zu übernachten. Das hat er auch sehr häufig und sehr ausgiebig genutzt. Wir waren ja gestern in dem Wald, wo die Widerstandskämpfer gewohnt haben. Und ich blende euch mal ein, zwei kleine Ausschnitte ein. Und so haben damals die Widerstandskämpfer gelebt. Boah, da gehen wir definitiv nicht drauf. Und genau, so haben die Widerstandskämpfer damals gelebt und gekämpft. Und Tito war einer, der die Widerstandskämpfer angetrieben hat, also ein Anführer. Und wir sind jetzt in dem Haus drin. Hier liegt sogar noch der originale Teppich. Einen Aufzug hatte der junge Mann auch. Boah. Also ich hoffe mal, dass wir hier sicher sind. Der Fußboden macht nämlich keinen so guten Eindruck. Wir bleiben mal auf den Hauptwegen. Hier, die Treppe ist weg. Die hat man abgerissen. Und da seht ihr, dass die Nummer ist definitiv nicht ungefährlich. Also das werden wir doch etwas anders begehen müssen. Oder sollen wir hier durchgehen oder sollen wir lieber außen rum gehen? Gute Frage. Gute Frage. Hier können wir noch durchgehen. Ja? Okay, wir testen das einfach mal, weil ihr habt gesehen, runter geht es bestimmt 5 Meter. Und hier haben wir eine ordentliche Verwerfung schon. Ich hoffe mal, das ist nur der obere Fußboden, der hier morsch ist. Aber das weiß man halt nicht. Und wenn uns hier was passiert, dann siehst du hier, Emily, der ganze Boden ist durch. Aber hier ist ja noch eine Etage runter. Ja, aber dann fällst du trotzdem 3 Meter oder 2. Also, Emily ist ja deutlich leichter als ich. Ich mache mich jetzt auch ganz leicht. So, hier hoffen wir mal, dass wir einen Sturz haben. Und dann wird es hier auf jeden Fall auch ein wenig stabiler sein. Der Parkett, der Originale. Hier fühlt es sich auch wieder stabil an. Ich habe mir den kompletten Parkett abgetragen, um den wahrscheinlich zu Hause zu montieren. Der alte Handlauf. Und hier gucken wir auch nur kurz rein. Ich würde da nicht drauf gehen, Emily. Oder? Warte mal, das ist ja. Oh, schaut euch das mal an. Wobei der hier wahrscheinlich gemauert ist. Der hier wird wahrscheinlich gemauert sein. Genau. Das bedeutet, hier sind wir relativ safe. Und das ist auch gemauert. Also, das ist hier der Blick in den, ja, was sagt man, näher in Empfangshalle wahrscheinlich. Und wenn ihr wollt, lese ich euch mal ein bisschen was über die Villa vor. Dieses herrschaftliche Anwesen in den Bergen Kroatiens, hoch über den Plitvičevićer See, war ein privates Domizil des diktatorischen Staatschefs Jugoslawien,
Josef Broz Tito. Wie viele Immobilien Tito genau besaß, ist bis heute immer noch nicht klar. Nach Titos Tod wurden sie Staatseigentum und sind im ehemaligen Jugoslawien geheim gehalten worden. Der Deckname dieses Anwesens lautete Objekt 99 und wurde ausschließlich für private Zwecke von Tito genutzt. Erbaut wurde es samt seiner Inneneinrichtung von 49 bis 53 durch Häftlinge aus Ortschaften wie Goli, Otok und Mitrovica. Die Villa Izvor ist bis heute das teuerste Einzelwohnhaus Jugoslawiens und wurde vom kroatischen Innenarchitektenteam erschaffen. Auf ca. 6500 Quadratmeter Wohnfläche befindet sich unter anderem eine Bowlingbahn, ein Kino und einige Ballsäle. Zudem wurden die hölzernen Elemente der Villa ausschließlich aus einheimischen Bäumen gefertigt. Die Steine, die zum Bau der Villa benötigt wurden, kamen aus dem Gebirgszug Medvednica, nahe der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Das Mobiliar, welches nicht von Häftlingen gefertigt wurde, kam aus den luxuriösten Immobilien Titos. Fakt ist außerdem, dass zahlreiche Anwesen über ein unterirdisches Tunnelsystem verfügen. So auch dieses. Im Keller des Gebäudes befindet sich ein Tunnel, der durch den Berg zu einem Nebengebäude und Garagen führt. Im Falle eines Angriffes konnte Tito so schnell in Sicherheit gebracht werden. Leider wurde die Villa Izvo während des Jugoslawienkrieges völlig verwüstet und als strategischer Militärstandort zweckentfremdet. Das Mobiliar wurde geklaut oder zerstört. Heute gleicht das Interieur der Villa einem Trauerspiel. Zugleich gab es Pläne, das Anwesen in ein wissenschaftliches Forschungszentrum zu verwandeln. Diese Pläne wurden allerdings nie umgesetzt. Das Ganze habe ich euch vorgelesen von der Seite lostplaces.com. Auf jeden Fall danke für diese ganzen Informationen und schaut euch gerne mal diese Seite an. Und wir gehen jetzt weiter. Gehen wir oben oder unten lang? Oben. Wir gehen. Emily ist mutig. Und schaut euch mal an. Also, safe ist die ganze Sache definitiv nicht. Auch hier völlige Verwüstung, Leute. Völlige Verwüstung. Aber das ist nur der Fußbodenbelag, der hier hochkommt. Der Beton darunter ist okay. Anders ist es hier mit der Decke. Die ist definitiv nicht okay. Oder diese Decke hier. Mal gucken. Na, die geht eigentlich noch. Ja. Ja, ja, aber da wollen wir auch gar nicht hoch, glaube ich. Wir wollen eher runter, genau. Und hier, guck mal, kann man raus. Muss mal mein Mikrofonset einmal richten. Passt. Ja, originale Türe noch. Ob er die jemals angefasst hat. Boah, schaut euch das mal an. Hier das originale Holz. Die Treppe. Ja, jedes Zimmer hat einen Balkon, ne? Ja. Boah. Ein Badezimmer und ein Schlafzimmer. Aha, da ist noch die originale Deckentafel dran. Hier ist sogar noch der Handlauf komplett original vorhanden. Ja, Emily hat schon sehr gut erkannt, alles ist identisch hier. Da wurde keiner bevorteiligt, außer natürlich er selber mit seinen Schlafräumen. Revisionsklappe. So, was meinst du, nach unten gehen oder guckst du dich nochmal um? Ja, gerne. Ich warte hier. Schaut euch mal an. Leider wirklich alles zerschlagen. Auch hier erste Materialermüdungserscheinungen. Aber was das kosten müsste, das hier wieder in einem bewohnbaren Zustand zu bringen. Wahrscheinlich unbezahlbar. Dann wäre es auf jeden Fall auf lange Sicht gesehen auch das teuerste Objekt hier in Kroatien. Weil es wird irgendwann jemand kommen, der größer baut.
So, hier haben wir einen großen Tisch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf welcher Etage wir sind und ob das safe ist. Wir probieren es einfach mal. Ansonsten war es mein letzter Lost Place. So, hier finden wir noch einen originalen Tisch. Das könnte eventuell ein Billardtisch gewesen sein. Ja, das wird ein Billardtisch gewesen sein. Das ist der Billardtisch. Ja, ne? Ansonsten, hier ist sonst nicht viel zu sehen. Also wird ja, wie gesagt, viel geklaut. Oder halt einfach nur zerstört. Mal gucken, ob wir den Bunker finden. Serviceräume oder Serviceschächte. Oh. Ja. Alte Zeitung. Auch da gucke ich immer ganz gerne drauf, ob wir ein Datum oder sowas finden. Weiß ich nicht, ob das ein Datum ist. Nee. Küche wird bestimmt unten sein, weil es wurde ja gekocht für den. Im Keller, meinst du? Mhm. Und dann wird das über einen Aufzug in der Regel hochgebracht. So war das bei vielen anderen Gebäuden. Nee, da gehen wir nicht lang. Vertrauenserweckenden Eindruck, ne? So. Bitte? Ja. Das könnte sein, der Männerraum gewesen sein. Schau mal hier. Das sieht auch nett aus, oder? Mit den originalen Gardinen noch da oben. Auch noch mal ein Billardtisch. Der hatte zwei Billardtische. Ja. Dann machen wir mal kurz ein Foto. Richtig nach hinten durch? So? Nein, ne? Na, das ist Max. Das war aber besser mit dem Durchleuchten. Genau. Dankeschön. Zur Aufnahme. Auch hier nochmal. Also bei den Gardinen hätte er ein bisschen mehr investieren können, oder? So, ein Tisch. Arbeitstisch wahrscheinlich. Und hier ist der komplette Boden nass. Also das ist definitiv gefährlich. Ja? Ah ja. So, Fliesen. Ja, das scheint die Küche zu sein. Aber die Küche ist definitiv, das ist keine Küche, das ist zu klein für eine Küche. Ja? Ist das der Fridge? Wahrscheinlich hat er mehrere gehabt. Ja, ja. Weil das ist. Also. Wir werden es ja noch erleben. Also, schaut euch mal hier oben an. Hier ist ganz schön dunkel, ne? Hier sehen wir aber noch ein bisschen Interieur. Schau mal da. Vielleicht waren da Weinflaschen drin. Hier sehen wir sogar noch elektrische Einrichtungen. Boah, das ist heulig. Hier gucken wir wieder auf den Bereich, wo die Autos gekommen sind. So, und hier geht es runter. Aber vorher gucken wir noch mal rechts, ob wir hier vielleicht was entdecken. Was Spannendes. Nope. Da geht es dann wieder zu diesem Bereich. Ja. Checken wir out. Ja, auch eine massive Tür. Und nee, ist kein Brecheisen. Oh, da hat man sich durchgegraben, Leute. Und deswegen gucken wir uns das als erstes an. Auch hier wieder elektrische Einrichtungen. Ansonsten einfach nur vermüllt. Ein Geheimgang. Oh, oh, Emily, da geht's lang. Oh. Das ist wahrscheinlich der. Ja, das ist er.
Gehen wir? Jo, wir gehen. Okay. Oh. Hier müssen wir einmal springen. Oh. Soll ich dir helfen? Ja. Unten. So, Leute, wir sind jetzt in dem Geheimgang, in der Geheimdisco, hätte ich schon was gesagt. Schaut mal hier. Schön, oder? Kriegt man das drauf? Tu mal die Lampe runter. Nee, kriege ich mal nicht drauf, ne? Aber vielleicht einmal den Gang. Aha. Ja, das war der Geheimgang, falls es Angriffe gab. Auf das Haus. Und ob er denn jemals hier lang gegangen ist, bezweifle ich. Oh, hier ist es gut was runtergekommen. Also, nicht zu Hause nachmachen. Wir machen das, damit ihr das nicht nachmachen müsst. Boah, alter Schwede. Guck mal hier die Verwerfung. Oh, stell dir vor, das ganze Amt ging kaum runter. Dann ist aber Ende. Sehr gut durchlüftet. Also man merkt richtig einen Windzug. Ich bin mal gespannt, ob es gleich auf ist. Oder ob wir einen verschlossenen Zugang finden. Auch hier eine richtig krasse Verwerfung. Zieht sich einmal komplett durch. Ja, ne? Hier ist ein bisschen was runtergekommen, aber grundsätzlich ist hier gut gebaut worden. Oh mein Gott. Das geht immer weiter. Ja, vielleicht sind wir im Auto. Also man muss sich vorstellen, die Gänge mussten natürlich eine gewisse Länge haben, weil wenn es einen Bombenangriff gab, waren die ja zu der damaligen Zeit und auch teilweise heute noch nicht präzise. Okay, hier ist es. Sondern man hat natürlich mit den Bombern großflächig bombardiert und dann musste der Notausgang schon einige Meter weit weg sein. Ja, das ist er. Was auch immer das hier ist. Also wir sind bestimmt schon 150, 200 Meter gegangen jetzt. Gefühlt. Ja, nagelt mich nicht fest. Eine alte Dose. Und hier richtig 90 Grad rechtwinklig. Eine alte Umlenkrolle. So, Ausgang. Und sogar ein Gebäude. Ja, das macht Sinn, ne? Damit sie wegfahren konnten. So, jetzt muss man aufpassen. Das ist glitschig. Ja, da sind die. Das sind garantiert die Garagen. Eingang bzw. Notausgang. So, Garagen, so wie Emily gesagt hat. Dann Unterkünfte wahrscheinlich von den Mitarbeitern, von den Fahrern und so weiter. Besen rein fast. So, ich zähle 1, 2, 3 Garagen, 3 Autos. Das bedeutet, sein Stab wäre hier, hätte hier bleiben müssen und nur er wäre entkommen. Ja, so ist das damals gewesen. So, gehen wir noch weiter oder gehen wir zurück? So ein richtiger Innenhof.
Und da, hier ist ein Loch, Emily. Nicht reinfallen. Und hier wäre er dann rausgefahren. Das ist das ehemalige Tor, wahrscheinlich auch mit Schranke. Und dann, weißt du, wohin die Straße geht, Emily? Da, wo die Gäste und er rausgelassen wurden, da, wo wir reingegangen sind, da gab es noch einen Weg hoch. Und das ist der Weg nach oben. Was ist da? Bitte? Beton und Lüftung. Ja. Emily hat wieder was entdeckt. Also solche Bauwerke, Luftputzen oder Teile von Bauwerken sind häufig für entweder Wasser oder für Bunker. Aber hier ist Kraftstoff drin. Also das ist der Kraftstoffbehälter, damit man autark war und keine Tankstelle benötigte. Und häufig war es so, dass die ihren Müll einfach in die Prärie geworfen haben und man dann nach über, also heute noch, drücke ich mich mal so aus, die Müllhalle findet. Und häufig findet man nicht nur Feuersalamander, wunderschön, schaut euch mal an, dieses tolle Tier. Der kommt auf mich zu. Sondern man findet auch den ganzen Unrat, manchmal sogar, wie heißt es denn, Orden, Abzeichen und so weiter auf dem Fußboden. Was ist das denn hier? Wenn wir jetzt noch ein Datum finden, dann wäre das die Bestätigung. Bitte? Ja, ja, ich weiß. Ich habe schon Eingang. Einen Eingang. Eine Lampe. Also, ich gehe davon aus, dass das hier der Müllabladeplatz gewesen ist von Tito oder von den von der jugoslawischen Armee. Deswegen ist das auch alles ein bisschen neuer. Und ich habe schon richtig krasse Sachen gefunden. Teller mit Nazi-Abzeichen und alles mögliche Orden. Alles an solchen Plätzen. Und das ist natürlich hier McDonald's, das ist neu. Auch die Bierdosen sind neu. Also es ist wahrscheinlich so ein Konglomerat aus modern und alt. Und oberflächlich haben wir natürlich die neuen Sachen. Mal gucken, wie wir da jetzt gesunden Fußes runterkommen. Das Plastik. Bei Plastik braucht man schon gar nicht hingucken. Uns interessieren natürlich andere Werkstoffe. Porzellan ist spannend, Glas ist spannend, Metall ist natürlich auch spannend. Und da haben wir ja zum Beispiel 28. Schwarz. Schönwald 28. Das googeln wir gleich mal, wie alt das ist. Und hier sind ganz viele moderne Müllsachen mit bei. Oh, mit einer Hand hier hoch ist gar nicht so einfach. Hier. Der Teller ist noch zusammengelegt. Ja. Warte, das scheint alles alt zu sein. Oh ja. Mal hier. Mega, oder? Oh, hier ist alles voller Teller. Hast du mal hinten drauf geguckt? Kannst du das hier lesen? Was ist denn das? Kann man aufdrehen? Oder? Gucken wir gleich mal. Oh. Jetzt bin ich blind. Du brauchst sogar Licht, oder? Ist aber in kyrillischen Zeichen ja geschrieben. Hm. Jugoslawia, glaube ich. Jugoslawia steht da drauf. Da hinten ist auch noch alles voll. Oh. Also ich bezweifle ja, dass die Soldaten sich damals bei McDonald's irgendwelche Sachen geholt haben. Vielleicht sind das aber auch Notrationen. Da steht ein Datum drauf.
Mal gucken, ob wir eins haben, was besser in Schuss ist. Kannst du das Datum entziffern? Oh, ja. Ja, was Modernes also. Ja, 2017 ist nicht alt, Leute. Aber vielleicht finden wir ja noch den Heiligen Gral heute. Ja, ich suche vor allem noch Relikte aus der Zeit des Krieges. Ja, das ist, das scheint aber sehr modern zu sein. So. Irgendein Wurm. Eine Lampe, eine alte. Und hier ganz viel Geschirr. Ein Löffel. Vielleicht finden wir noch Munition. Das war wahrscheinlich ein eine Sicherung ist das. Ich glaube, hier gibt es Füchse. Das war, glaube ich, der Balzruf eines Fuchses. Ganz viel Asbest. Ganz viele Lampen. Fast ein komplett intakter Teller. Made in GDA. Oh, Mist. Nein, der will einfach abhauen. Leute, der Teller. So, und immer auf die Flaschenrückseite gucken. Da steht aber nichts drauf. Aber den Teller gucken wir uns gleich auch noch mal genauer an. Rindfleisch. Sehr viel Müll. Hier sind hier für Toilettenpapier. Da hinten ist eine ganze Tasse. Mal gucken, ob wir da gleich dran kommen. Aber erstmal wieder die Dame mit den guten Augen schauen lassen. Kannst du hier irgendwas lesen? Johnny Walker. Johnny Walker. Made in GDR. Mhm. Stadt Längsfeld. Längsfeld. Stadt Längsfeld. Also das recherchieren wir gleich alles mal. Ich lege das mal zu dem anderen Zeugs. Wie gesagt, alles voll. Und hier sind die Sachen, die sich lohnen anzuschauen. Und hier oben haben wir noch gar nicht geschaut. Ich habe so schlechte Augen bekommen, Leute. Müssen wir gleich Emily fragen.
So, und ich werde jetzt erstmal recherchieren, damit ihr quasi auch einen Spannungsbogen habt, werde ich mich gleich nochmal wieder melden. So, wir haben leider hier kein ausreichendes Internetnetz, könnten theoretisch telefonieren und das in dieser abgelegenen Gegend. Und jetzt sind wir in diesem Treibstoffbunker drin. Der ist auseinandergebrochen. Oder man hat sich hier Metall abgeschweißt, vielleicht Altmetalldiebe. Man, hier kann man nichts klauen. Da ist die Arbeit fast zu groß, um damit Geld zu machen. Aber vielleicht hat man sich damit den einen oder anderen Euro verdient. Und schaut mal, da waren auf jeden Fall noch mehrere drin. Bedeutet, wahrscheinlich hat man die dann hier komplett entwendet. Und dann war das doch vielleicht ein Deal. So Leute, ich bin durch den Fluchttunnel zurück. Den Weg habe ich euch erspart. Emily ist außen rum gegangen. Und hast du noch irgendwas Spannendes gesehen? Ja, die Bowlingbahn. Die Bowlingbahn kommt. Ja, am Ende und dann rechts. Dankeschön. Hier ist kein Zugang mehr zum Pool, ne? Welchen Pool? Na, hast du nicht vorgelesen, dass da auch einen großen Pool hatte? Ja. Oh, guck mal, eine Werkstatt. Emily sucht den Pool. Ich als Mann suche natürlich die Werkstatt. Schweißgerät. Ganz viele Kleinteile. Kabeldiebe. Rechts. Also da ist übrigens die Haupteingangstür. Und das ist die Bowlingbahn. Hier liegt das Element auf dem Boden, wo die Kugel dann zurückgekommen ist. Die hat man anscheinend hier durchgezogen. Scheinstabil. Dann ist das wahrscheinlich hier die Bahn gewesen. Ja, das ist die Bahn. So, ich gehe mal lieber hier auf dem Betonabsatz. Oh, was haben wir hier? Nicht, dass ich gleich den Pool finde. Nee, das ist nur der Aufzug. Oh, da oben steht er noch. Und da hinten ist noch eine Tür. Oh, das wird wahrscheinlich eher die Servicetür gewesen sein. Oh, so eine Treppe, netterweise. Ja, das ist nur. Nein, hier geht's nach oben. Aber das ist der Service-Schacht, okay. So, für die Kegler unter uns, ist das der Anfang oder ist das Ende hier? Schwer zu sagen, oder? Ich springe hier nicht runter, normalerweise würde ich springen. Ich denke, man hat das mal hier rausgezogen. Es macht ja keinen Sinn, dass das bis da hinten hingeht. So, jetzt warten wir noch auf Emily, ob sie die Schwimmanlage gefunden hat. Und ich mache draußen schon mal ein paar Fotos und Videos für die Thumbnail. So, meine Freunde, also, ich hoffe, das kleine Abenteuer, und jetzt kommt die Sonne raus, hat euch ein wenig gefallen. Uns hat es auf jeden Fall eine Menge Freude bereitet, dieses Anwesen zu sehen, auch wenn die Geschichte dahinter natürlich nicht so prickelnd ist. Aber das ist ja häufig in der Geschichte, die wir uns anschauen. Also von daher hier nochmal der letzte Blick mit mir auf dem Gebäude. Ich warte jetzt noch auf die Emily, mache ein paar Fotos. Und in diesem Sinne, wir sind raus. Ich bin Random Life. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.